Und damit herzlich willkommen zu Your News, den News aus Jorvik. Ja, Star Stable hat ja schon mal ein Teaser-Bild oder ein Trailer-Bild gezeigt von der neuen offiziellen Star Stable-Serie, die Mistfall heißen wird. Übrigens, wenn jetzt alle jetzt fragt, wann kommt es raus, ab Dezember 2020 wird es auf den YouTube-Kanälen von Star Stable gezeigt. Also ihr müsst jetzt nicht nach irgendeinem schwedischen Sender oder so gucken. Nein, es wird wirklich auf YouTube gezeigt. Übrigens, Leute, ich wusste auch nicht mehr, dass Star Stable einen deutschen YouTube-Kanal hat. Bin auch voll up-to-date und so. Aber egal, ich würde mal sagen, wir gucken uns einmal den Trailer zusammen an nochmal und fertig. You get falsely accused? And suddenly you're banished to the middle of nowhere. Welcome to Mistfall. Ja, das war auch schon der Mini-Trailer, den wir sehen. Man kann natürlich gut erkennen, wer die Hauptfigur hier jetzt spielen soll. Wird auf jeden Fall dieses Mädchen hier spielen, die im Camp Mistfall oder immer nach Mistfall kommt. Kann man nämlich auch gut erkennen, dass sie nämlich hier den Koffer zieht und gerade nicht wirklich begeistert ist, hier in Mistfall zu sein. Und da werden wir auch auf dieses Mädchen treffen, die vielleicht ja, von den Augen erkennt, vielleicht ein blindes Mädchen darstellen soll. Kann man ja nicht wissen. Kann natürlich auch sein, dass die einfach generell helle blaue Augen haben. Oder das hat. Die hat. Rosafarbene Augen. Ha, zu rosafarbenen Haar, okay. Auf jeden Fall werden die beiden sich wohl auch kennenlernen. Und vielleicht, wenn man es auch so ein bisschen rauserkennen kann, ist vielleicht so. Man kann ja dieses typische Stadtmädchen halt, das dann auf dem Land kommt, da immer halt Urlaub macht oder immer in diesem Camp halt ist und dann auch mit Pferden in Kontakt kommt und am Anfang vielleicht nicht begeistert ist, wie man die an der Haltung hier halt sehen kann, aber es sich dann bestimmt auch in der Zeit etwas ändern wird. Sie werden sich anfreunden und dann sehen wir in der letzten Szene auch nochmal im dunklen Wald ein Pferd mit feurig orangener Mähne und so dunkelblau oder schwarz gehalten, kommt natürlich immer drauf an. In der Farbpalette würde ich ja fast dunkelblau sagen, nachtblau und dann wieder mit. Oh, sogar mit Abzeichen, aber mit richtig feuriger Mähne. Könnte eines natürlich der jorvikischen Urpferde sein. Weil in den Beschreibungen steht auch drin, dass die nicht nur Blautöne, sondern auch Orangetöne drin haben. Genau wie halt Starshine und Tinkan. Das sind nämlich auch jorvikische Urpferde. Ja, vielleicht. So ein kleiner Hint. Das scheint anscheinend auf jeden Fall kein normales Pferd zu sein, denn es sieht aufgebracht aus. Besonders das galoppiert da auch einfach aus dem Wald raus, wie wir jetzt hier nochmal in der Szene sehen. Und springt über den Zaun drüber, über unser verschrecktes kleines Mädchen. Ja, was ich von dem Stil halte, Problem ist halt, ich muss halt vielleicht noch ein bisschen genauer sehen. Von den Pferden her gefällt es mir recht gut. Ich habe auch in den Insta Kommentaren gelesen, dass da ein paar gruselige Szenen auch kommen wird. Die Serie wird dann so ab 10 zur Empfehlung sein. Also wird vielleicht für uns etwas älteren und erwachsenen Personen jetzt nicht so gruselig vorkommen, aber vielleicht auch für Jüngere. Sehen wir hier eigentlich, ja, geht die Animation eigentlich klar. Ist natürlich ein ganz neuer Stil wieder, also man halt nicht so ganz gewohnt ist. Aber ich finde, die Pferde sind auch voll liebevoll gezeichnet. Natürlich nicht mit extra Details und allem. Es ist alles sehr schlicht gehalten. Mit Details meine ich zum Beispiel, dass man hier einzelne Strähnen sieht. Das ist halt natürlich richtig cartoon-comichaft gehalten. Was ich ganz sehr gern mag. Nein, ich mache überhaupt meinen eigenen Comic nicht. Nein, Schleichwerbung. Es reicht alles einfach gehalten, höchstens mit Licht und Schatten. Auf jeden Fall auch was an sich und ich bin mal echt gespannt, wie viele Folgen da auch rauskommen werden, ob da mehrere Staffeln kommen, ob es nicht nur auf Englisch rauskommt von der Sprache her, sondern vielleicht auch noch auf Deutsch oder anderen Sprachen, weiß es halt nicht, ob es da mehrere Staffeln gibt, müssen wir halt mal gucken.
glaube, sie haben irgendwo vielleicht mal erwähnt, dass da nicht ganz so viele Folgen rauskommen. Ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich dachte, ich hätte, als sie das Bild rausgehauen haben, irgendwie gelesen, dass da nur so einige Folgen rauskommen. Waren es 12 oder weniger? Ich bin mir da nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber wenn das, aber meistens kann man ja sagen, wenn Serien wirklich gut ankommen, dann kommt da meist auch mehr, wenn sie wirklich gut ankommen. Aber ich bin mal gespannt. Die sollen auch nicht, glaube ich, nicht so lang gehen von der Laufzeit. Also, ich glaube, mehr als 24 Minuten wird es bestimmt keine Serie werden, weil es gibt ja immer die Serie mit 24 Minuten, so Pi mal Daumen, und dann vielleicht mit 45 oder sowas. Aber es wird, glaube ich, mal so eine Kurzfolge werden. Aber ich bin mal gespannt, was sich daraus entwickelt, was Mädchen hier in Mistfall zu tun hat, mit diesem besonderen Pferd zu tun hat. Ja? Vielleicht lernt sie ja auch vom Stadtmädchen mal endlich reiten, freundet sich dann mit dem Pferd an und dann gehen die Abenteuer erst richtig los. Und wie wir auch hier sehen, hat sie eine Miss Jacke. Ja, da. Da, das Zeichen kommt auch irgendwie bekannt vor, von den Miss Screens, von den Sängern aus SSO, von der SSO-Band, ne? Ah, kleiner Miss Screens-Fan vielleicht. Ich kann aber jetzt, glaube ich, auch nicht raushören, ob sie die Namen gesagt hat. You get falsely accused, and suddenly you're banished to the middle of nowhere. Ja, die Namen wurden jetzt nicht so genannt. Wird sie auf jeden Fall verbannt in dieses Mistfall. Vielleicht so als, für sie als innerliche Strafe vielleicht. Aber guck mal, wie geil einfach die Landschaft mit den ganz vielen Bergen. Ich kann nicht mal reden, ich bin so aufgeregt. Das erinnert schon ein bisschen an Westkap Fischerdorf fast, ne? Obwohl das ja nicht Westkap Fischerdorf ist, weil das auch so eine kleine Hafenstadt ist. Aber guckt euch die Berge an und die ganzen Wälder und. Oh Gott, das ist einfach riesig. Die fühlt sich auf jeden Fall eher bestraft, hier zu sein. Erinnert mich schon so ein bisschen an ein Mädchen, das in ein Bootcamp muss. Vielleicht ist es ja auch kein Bootcamp, vielleicht gibt es ja auch irgendeine Verwandte, die hier ist und deswegen muss sie hier hin oder. Ich weiß nicht, die kommt, also die meisten sehen so vor diese typischen Mädchen, die Problemkind in Anführungszeichen sind und dann schicken die Eltern sie halt meist so in Gegenden, wo mehr Wildnis ist und wo die dann lernen, wieder vernünftig zu werden. Oder vielleicht ist es auch ein anderer Grund, vielleicht ist ja ein Familienmitglied hier, man weiß es halt nicht ganz genau. Man kann da jetzt hier nur spekulieren. Hier am liebsten den Spekulatius ein, wegen der Spekulation. Guckt euch die wunderschönen Gesichter. Weil fragt mich, ob alle Pferde dann hier immer was ums Auge haben. Wenn wir bei unserem schönen hier auch wieder haben. Kann natürlich auch nur ein echt krasser Zufall sein, oder dass es auch so gewollt ist. Aber schreibt mir mal auf jeden Fall in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Wie gesagt, die kommt 2020, ja, im Dezember raus. Wird auf dem YouTube-Kanal gezeigt. Ihr könnt es also auch auf YouTube gucken. Ihr müsst einen bestimmten schwedischen Sender suchen. Aber sie wird erstmal nur auf Englisch draußen sein. Aber Leute, es ist, wenn die Serie so gefühlt für 10-Jährige gemacht wird, dann wird das Englisch auch nicht im hohen Niveau sein. Also das sollte man doch echt, wenn man Schulenglisch schon gut drauf hat. Aber ich sag dann auch mal, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.